Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno und ich bin wieder begleitet von, sagt man das so? Also, der gute Qual ist auf jeden Fall auch am Start. Moin. Moin, moin. Und wir sind gerade dabei. Wir wollten jetzt gleich einmal raus und die Aliens draußen wegfressen mit unseren neuen Laserwaffen, die wir uns da gebastelt haben. Aber wir haben dann festgestellt, dass dieser, ich nenne das mal Fächer, nee, nicht Fächer, Trichter, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Dieser Trichter an Verteidigungsanlagen, die wir hier haben, gar nicht so sinnvoll ist. Und wir haben jetzt hier vorne einfach nochmal eine gerade Linie runtergezogen. Dann haben wir hier eine schöne Fläche. Das ist eigentlich viel sinnvoller. Und deshalb reißen wir hier gerade einmal alles ab. Das ist jetzt alles einmal miteinander verbunden hier. Wir sehen schon, unsere ganzen Flugroboter hier sind im Einsatz und sind fleißig. Gut. Ja, also ich habe echt nichts außer meine Laserwaffen dabei. Aber wir können ja mal gucken, ob wir draußen überleben. Ja, das gute Schild. Ja, ich habe das Level 2 Schild. Genau, ein Schild mir noch gecraftet. Cool. Ja, der Wurm. Lol. Unsere Flugroboter aus irgendwelchen Gründen da. Piu. Von wo sind die denn los? Lol, die sind da unten los. Okay, das ist ja, natürlich. Guck mal, da fliegt doch irgendjemand hin. Ultra scheiße, ja. Ja. Ach weil so, weil einer von halt rechts nach links was will. Ja, ja, ja. Und das ist der kürzeste Weg. Ja, die sind halt für immer stuck, die 5-6 da. Das ist halt genau das, worauf man dann so ein bisschen achten muss. Ja, das ist natürlich wack, ja. Was wir machen können ist. Ja, die sterben halt. Ist egal, lass die ignorieren. Wir machen das später. Ich würde sagen, wir gehen einmal los und gucken mal, dass wir hier jetzt Aliens grillen können. Das Nest hier oben, das sind nur, das ist klein. Wie gesagt, es wird ein bisschen gefährlich, weil ich habe ja keine Kampfdrohnen quasi dabei. Hier kann ich mir basteln, weil. Ich habe ein paar zum. Oh, Alter. Okay, aber die Laser hauen gut rein. Die Laser hauen gut rein. Ja, auch guck mal hier gegen Gebäude und so. Alter. Die werden ja wegdeletet. Man muss nur ein bisschen mit Fischen und so sich vielleicht nochmal eindecken hier. Muss selber angeln, leider. Oder du kannst mir auch gleich mal sonst ein paar geben, bitte. Ja, okay, mache ich. Keine. Wo sind die Fische hier? Das ganze Meer leer geangelt. Ja. Ja gut, vier, wie gesagt, habe ich. Ich habe auch noch eine Raketenwerfer. Ich denke mal, das schaffen wir schon. Man muss bloß gut weglaufen. Hast du noch Mauern oder noch hast du die schon alle? Welche gegeben? Nehmen wir mal ganz kurz welche. Jo, dann. Ja. Weil man kann sich mit den Mauern natürlich dann noch relativ clever schnell eine Verteidigungsmauer bauen. Nichts zum Abreißen. Ne? Du musst nur aufpassen, dann kannst du natürlich nicht mehr ausweichen. Ich würde mir immer noch hinten ein. Schüsse prallen halt nicht an Mauern ab. Die können jetzt also quasi reinspucken und du kannst nicht mehr ausweichen. Mhm. Aber wenn die ganzen Nahkämpfer kommen. Ich würde das Nest hier unten einmal angehen. Ja. Warte ich kurz auf dich. Hier sind noch deine Roboter, die kannst du eben nochmal einsammeln hier drüben. Und dann. Machen wir die gleich aber sowas von platt. Mhm. So, und ich habe jetzt auch vier kleine Kampfdrohnen, sehr schön. Ah, die laden auch viel schneller auf. Jetzt. Das ist tatsächlich auch richtig praktisch. Okay, und los geht's. Alter. Da muss halt ein bisschen quasi vorsichtig sein. Weil die echt viel Würmer haben hier. Aber, Alter, man deletet da schon ganz gut rum. Ja. Hammer. Okay. Ja. Okay, dann die beiden Nester oben noch und dann gehen wir runter. Mhm. Und die beiden noch mitnimmt, würde ich sagen. Dann muss jetzt ja auch nicht alle töten, aber. Und vor allem, es läuft auch scheinbar nicht leer, also die Energie im Reaktor. Ja. Scheint unter Dauerbeschlüsse zu funktionieren. Voll geil mit den neuen Lasern. Ja, man kann da so durchlaufen. Alles stirbt. Es wird echt einfach nur einmal anvisiert und es ist explodiert. Ja. Richtig geil, richtig geil. Piu. Es wird echt einmal krass. Piu und sie sind weg. Krass. Hier. Zack, 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 zack. Die Grünen halten halt relativ viel aus. Die Biomog-Dinger haben, glaube ich, richtig große Laserresistenz. Die kriegt man, glaube ich, tatsächlich mit den anderen Waffen leichter tot.
weil die Gegner haben halt auch Resistenzen und so. Und oh Gott, wenn die einen einmal haben und so slowen, das ist schlimm. Mhm. Das stimmt. Ah, okay, perfekt. Können wir hier unten machen. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht so unglaublich lange aufhalten, aber man kann ja einmal so alles in der näheren Umgebung abgrasen, dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe und dann können wir das Atomkraftwerk machen, ne? Ja, genau. Dass wir das heute noch angehen, das steht ja noch aus. Ganz entspannt alles hier, wieder ein Messwerk. Ach, die beiden oben das ja auch noch machen. Ich will da gucken, dass wir alles, was so im Dunst ist. Oh, ist das hier schon gar nicht mehr, aber egal. Das oben links an der Küste ist noch so ein bisschen drin. Ja. Und alles tot. Alter. Richtig, richtig nice, die Dinger. Ja, ich würde hier die drei Nester da oben noch platt machen. Dann auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Piu, 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 piu. Ey, ich fühle mich echt wie dieser Typ aus. Cyclops hieß der, glaube ich, oder so. Aus DC oder Marvel, ich weiß es nicht. X-Men. Du hast immer so einen, der immer eine Sonnenbrille tragen muss, weil alles, was du anguckst, der schießt immer permanent. Ah ja. Ich erinnere mich. Deshalb darf er nie so seine Augen zeigen. Hammer, es läuft doch alles ziemlich gut. Ich will alles weggeschossen hier. Ja, perfekt. Keine Chance. Oder wollen wir jetzt so einmal rum? Und oben erstmal hin und dann fahren wir wieder runter. Dann haben wir hier die Küste einmal komplett frei. Könnten wir schon machen, ja. Das wäre schon geil eigentlich. Die Sachen hier an der Küste sind dann auch alle noch drin, ne, in der Dunstwolke. Von daher macht das wohl tatsächlich Sinn. Ist da oben nicht mal, weil das ist auch super nervig, dass der einfach so oft dieses Geräusch ist. Triggert mich mittlerweile so unangenehm. Mhm. Hier mal eine so komplett aus dem Spielfluss raus. Und hier mal dann. Mein Planet oder unser Planet jetzt hier. Das ist so OP eigentlich. Wobei, wie gesagt, du hast schon recht. Also wenn dann die Würmer treffen und man gestoht ist, aber die zweite Salve trifft einen. Ich glaube, die macht einen dann noch tot. Wenn es zu viele Würmer da sind. Und okay, also die Grünen halten halt schon so 2 Sekunden Dauerbeschuss aus und wir können froh sein, dass noch so viele Blaue mit dabei sind. Wenn die alle grün wären, würden wir, glaube ich, hier nicht durchkommen. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Tatsächlich. Hallo, Artiris. Grüß dich. Wir radieren gerade den Planeten aus. Hier, einfach weil wir es können. Ja. Klack, klack. Ah, ich habe übrigens mit Papa wegen Oma gesprochen. Und er sagte, er würde erstmal mit dir alleine hinfahren. Also, dass ihr zu zweit hinfahrt quasi und wir beide das dann nochmal nachträglich machen. Weil er hat schon recht, also bei mir ist wahrscheinlich von den Verwandten am unwahrscheinlichsten, dass sie mich erkennen. Einfach wegen der Zeit, die wir verbracht haben miteinander. Also dass das nicht so viel Zeit war. Und, oh, du droppst gerade. Bist du noch da? Ist mein Internet weg? Ich glaube, mein Internet ist weg, oder? Naja, mein Internet ist weg. Oh, aber da bin ich wieder. Ja, okay. Das war echt, glaube ich, gerade komisch. Habe ich bei SC auch gemacht, natürlich. Was meinst du bei SC? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Was ich eben sagen wollte, genau. Ich habe mit Papa gesprochen und er sagte, er würde erstmal mit dir alleine hin. Damit das erstens nicht so viel auf einmal für sie ist und zweitens, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich erkennt, einfach relativ gering ist. Weil sie ja nicht so viel Zeit mit mir verbracht hat. Und wenn sie schon Rolf nicht erkennt oder nur schwer, ja, macht das Sinn, wenn ihr das so ein bisschen vorbereitet quasi und wir dann nochmal zu zweit hinfahren. Ja. Von daher. Ich habe immer noch totale Lags irgendwie gerade im Game. Also ich will gerade nicht zu Aliens gehen, sonst sterbe ich daran noch. Ja, okay, alles klar. Sonst versuch mal zu rejoinen den Server. So, bei mir läuft auch, glaube ich, gerade. Nee, bei mir sagt er immer noch offline. Was ist dann los? Also YouTube sagt offline. Nicht YouTube, Twitch. Meine Streaming-Software sagt, ich bin offline, reconnecting. Was ist da denn los? Hörst du mich denn noch? Ich höre dich noch, ja. Okay. Du bist auch gerade wieder. Twitch sagt immer noch reconnecting. Gucken wir mal, was da los ist. Kennst du zufällig Trimax? So ein Streamer? Vom Hören irgendwie, ja. Streamer, YouTuber. Ja.
Eigentlich feiere ich den Typen nicht. Der macht halt ganz viel so... ich glaube, der ist am bekanntesten dafür, dass er Clash of Clans streamt. Okay. Und halt immer so diese Währung da kauft mit echt Geld, ja. Und halt die ganze Zeit investiert in das Spiel. Okay. Und er hat halt auch so ganz viele, er ist halt YouTuber und macht halt alle so Shit. Mhm. Und ich habe einfach entdeckt jetzt vor kurzem, dass der vor 3 Jahren einmal und jetzt vor kurzem, vor 2 Monaten einmal, mit seinem Kumpel Romatra da, einfach ein Factorio-Let's Play gemacht hat. Ja, okay. Und das fand ich halt so krass, weil wenn du Trimax jetzt nicht kennst, dann ist das wahrscheinlich nicht so einleuchtend, aber Trimax ist halt eigentlich so voll der Mainstream-Typ. Jeder 12-Jährige kennt Trimax in Deutschland. Okay. Jeder. Ja. Das ist halt so voll der genau, Fortnite streamt ja auch immer und so. Okay. Ne? Und der hat halt irgendwie Fortnite auf einmal gezockt und das fand ich halt total... Factorio meinst du? ...witzig irgendwie. Factorio, ja. Ja. Fortnite einfach gesagt. Weil das halt ein total anderes Game ist und ich halt nicht nie erwartet hätte, dass er sowas zockt. Genau, FIFA zockt er auch immer und so. Ja, so die Mainstream-Games halt. COD kann ich mir vorstellen, ist da wahrscheinlich auch dabei. Ja. Macht Sinn. Glaube ich. Ja, würde Sinn machen. Ja, ist doch cool. Ja, Mann. Das ist doch relativ nice. Und war unterhaltsam? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur 1-2 Folgen geguckt, aber... Es ist halt auch einfach ein gutes Spiel. Also ich kann echt verstehen, dass manche Zuschauer sagen, es ist lame, wenn man selber nicht spielt. Aber selber zu spielen, ist halt echt, es hat echt ein krankes Potenzial. Mhm. So, ich würde sagen, die links hier noch, das wäre jetzt so geradeaus links durch, die 4 Nester oder was das sind, kann man noch mitnehmen. Und dann würde ich langsam wieder in die Base und dann eventuell noch nach unten fahren. Mann ist weg. Wunderbar. Wird das hier links noch? Oh, du hast ja hier auch noch ein paar Kampfdrohnen gemacht. Nice. Ja, 30 Stück hatte ich noch. Die habe ich jetzt mal eben alle. Okay, dann geht's noch schneller. Zack, zack, zack. Ja, perfekt. Ich glaube, das ist. Die haben alle gar keine Chance. Ach komm, ja, macht gut. Wir gehen oben wieder in die Base einfach zu unserer Öl. Ja, das genau. Wir sind halt quasi jetzt oben bei unserem Öl. Das ist schon heftig. Genau ein Fortnite wie dieser Artiris. Artiris, du hattest eben geschrieben, habe ich bei SC auch gemacht. Was meinst du denn? Und hast du schon mal ein cooles Weihnachtsgeschenk gesehen, Artiris? Das hier im Hintergrund steht. Das glaube ich auch noch nicht gesehen. Ne? Meine Nachbarn haben mir... kennst du diese Diamond Painting Dinger? Wo du so kleine einzelne Pailletten aufklebst, so mosaikmäßig. Haben sie mir mein Logo draus gebastelt, sie really nice. Oh, so schwarzem Hintergrund und dann halt roter Kreis und dann. Der weiße Schritt so draus, sieht richtig cool aus. Da will ich jetzt noch LED-Spots hinterhauen, weil LEDs geht immer. Ja. Dass dann so also von hinten so ein bisschen indirekt beleuchtet wird. Finde ich ein richtig cooles Geschenk. Ja, voll. Ich dachte, wäre so. Nee, das ist keine Bild, das ist tatsächlich. Kannst du kurz reinhalten hier. Auf. So ist das ein bisschen besser. Das ist halt wirklich. Es spiegelt halt ein bisschen, was das ist. Das sind wirklich Diamonds, also diese kleinen Dinger. Das ist kein Druck oder so, das ist echt handgemacht. Voll cool. Nicht richtig nice. Aufpassen. So. Wie bist du reingekommen? Ah, so. Ist das so lustig gewesen, hätte mich der Zug jetzt gerade überfahren. So, das ja, das wäre sehr lustig gewesen. Oh, die Schweine haben da oben eine Pumpe weggemacht. Oh. Ja, ist okay. Wenn ich einmal kurz fixen. Naja, wenn du eine Pumpe hast. Ich habe eine dabei. Ach so, eine normale oder eine Wasserpumpe? Nee, die haben die Ölpumpe kaputt gemacht. Ja. Ach so, die. Shit. So ein Pumpcheck heißt das, glaube ich. Habe ich nicht. Das habe ich auch gerade nicht. Doch, einen kann ich craften. Boah, geil. Sehr gut. Dann lass das Nest doch hier immer noch kurz hier. Wollte ich auch gerade sagen, lass das auch hier mal eben noch mal ein bisschen absichern. Einmal nochmal wegradiert. Zack, 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 zack. Und alles einmal weg. Durchrennen. Oh, und einer ist noch. Ich glaube. Ja, das Nest auch. Mach du das unten, ich mach das rechts und dann kommen wir zurück. Dann holen wir uns einen Zug und dann fahren wir eventuell nochmal nach unten, machen die anderen Nester weg oder wir gehen jetzt zum Kraftwerk, wisst ihr, lieber ist. Ich glaube, wir haben schon was gut aufgebaut, wir können auch ein bisschen mehr aufräumen. Kannst du ja. Dann mache ich was, wie du richtig hältst. Nicht so dumm, das noch eben unten einmal zu machen. Das unten fertig zu machen, da den Nester ganz im Süden, ne? Minuten, ja, investieren und.
Ja, Atiris, die Nachbarn, das sind Pingu-Jin, der ist auch gerade anwesend, und Chaotica. Das sind meine beiden Nachbarn. Schrägstrich Vermieter, Schrägstrich Freunde, Schrägstrich Rahmenkumpel. So. Dann da noch Produktivitätsmodule rein. Okay, dann gehen wir hier runter. Ja, dann nehmen wir den nächsten Ölzug, der jetzt hier ankommt, und fahren damit dann runter. Und räumen unten dann noch ein bisschen auf. Da kommt er schon. Oh! Ja, da war er. Hast du dich jetzt ins Öl gelegt? Ja. Ich schwimme in Öl. Bei der SC-Mod habe ich den ganzen Planeten... Ach, du meinst... Nee, was ist denn die SC-Mod? Die StarCraft-Mod? SC verbinde ich mit StarCraft, aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Wollen wir dann den Zug runternehmen einfach? Ja. Dann lasse ich den irgendwie runterkurven. Oder beziehungsweise... Steig mal jetzt gleich aus, mach dich bereit. Und zwar jetzt. Ja, bin ein bisschen zu früh, aber... Ja, mach nichts. Dann gehen wir hier runter, würde ich sagen, und räumen hier unten auf. Mhm. Ist Seno ehrlich ein kleiner, fetter Panda? OMG, ich wusste es schon immer. Okay, schießen sie jetzt alle weg. Wie waren deine Weihnachtstage, Tiris? Wie geht's hier so? Alles in Butter? Wir haben auf jeden Fall entschieden, dass Weight Watchers im Dezember-Anfang echt ein Fehler war. Und haben uns jetzt entschieden, dass wir ab dem 2.1. mit Weight Watchers weitermachen. Aber Weight Watchers jetzt erstmal pausiert ist. Weil Gründe. Es ist einfach, Dezember ist zu krass. Jeder backt, jeder bringt ihr Plätzchen, jeder macht irgendwie fette Ente, Gans, noch was auch immer. Ja, dann machen wir hier die genau die Messer noch. Oh. Noch fertig. Genau. Ja, die großen hier unten auch noch. Können wir ja auch probieren. Da würde ich dann kurz auf dich warten, weil das ist mir dann so alleine ein bisschen too much. Kann ich verstehen. Ja, man muss es ja nicht riskieren. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu sterben. Geht ja doch ganz gut hier mit diesen Personal Lasern. Ja, die sind schon Hammer, Alter. Oh! Ja, ich hiel aber die ganze Zeit gegen. Ich habe die ganze Zeit Fische in der Hand. Ja, okay, dann läuft's ja. Okay. Warte ich kurz auf. Ich find's halt auch voll stressig, immer darauf zu achten, wo jetzt hier dieser Schleim auf dem Boden liegt. Bei dem Sand auf dem Boden sieht man das noch, aber wenn so ein grüner Boden ist. Ja, stimmt. Dass die Pfützen halt auf dem Boden auch noch Damage machen, ist echt mies. Oder nee, die Stone, glaube ich, ne? Was kann die auch Damage machen? Doch, Damage machen die auch. Ziemlich sicher. Ja, stimmt. Ja. Ja, wie gesagt, ey, man merkt auf jeden Fall, die Grünen, die tanken richtig. Und der Anteil der Grünen ist ja noch echt klein. Also es sind mal welche dabei. Ja. Wenn jetzt alle grün wären, glaube ich, würden wir hier nicht so durchlaufen. Mhm. Aber krass, wie große Nester wir schon platt bekommen, wobei das ja auch nochmal anders groß ist jetzt. Ja. Deswegen, Raketenschießen macht halt fast keinen Sinn. Ja, mit dem Splash Damage schon ein bisschen, aber man ist halt dann so langsam kurz. Mhm. Oh, sorry, der ging voll auf dich. Es ist halt schon super wichtig, dass man schnell und agil ist hier mit seinen Exoskeletten, damit man halt ausweichen kann. Das ist wahr. Also ohne die Exoskelette, glaube ich, würden wir da auch nicht durchkommen. Einfach weil uns dann so viele von den Schüssen treffen würden, dass wir instant aufgehen würden. Ja. Die Links hier sind alle jetzt auch nicht mehr drin. Also ich würde jetzt tatsächlich die hier oben einmal, könnt hier jetzt nochmal so die Küste und da wieder rein quasi. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Dass wir jetzt im Norden in der Küste lang gehen und die Nester wegmachen und dann können wir langsam. Ich glaube auch, irgendwas stimmt schon wieder nicht, weil die Artillerie schon lange Zeit auf 1% steht. Ich glaube, irgendwas ist bei den Zügen gerade. Okay. Ja. Guck mal gleich, ob die Minimap-Kraftung das Nest hier durch ist. Bewegt sich. Ah, hier oben ist Stau. Science steht da einfach.
59 Sekunden. Müssen wir mal weiterfahren. Ich weiß nicht, ob das deshalb der Stau ist. Keine Ahnung. Es ist auch bei 2%. Oder braucht das Ding einfach so unglaublich? Oh, ach so, das Ding braucht 2000 Tränke, die Arti. Ah. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Ja, gut. Ist schon teurer Spaß. Aber na gut, ich meine, 3% haben wir ja. Ist ja okay. Muss man ja auch irgendwann mit anfangen, wenn man es haben will. Mhm. Habe ich nur gewundert. Jetzt sind wir auch bei 4%. Also okay, wenn die Tränke da sind, geht's wohl. Dann ist alles... Ja, immer so häppchenweise. Ja, immer ein paar Prozent pro Zuladung. Ich habe jetzt schon ein paar von den Grünen dabei, ne? Mhm. Auch das Gefühl, das werden echt mehr. Aber hier, alleine die hier mussten wir zerstören, weil die haben mal von uns Roboter platt gemacht. Oh ja. Vergeltung muss sein. Oh. Oh! Haben sie dich erwischt? Oh je. Ja. Ich glaube, in der Zeit, in der sie mich da angegriffen haben, 10 Fische reingedrückt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Oh, zu schnell weg. Ja. Du kannst dir, wenn du willst, Landfill holen und dann. Ich habe auch noch Landfill, machen wir hier kurz einen Übergang, würde ich sagen. Guck mal hier so. Sicher. Sicher. Ja. Das hier nur dann kommen also da die ganze Zeit Alien rüber, über diese eine. Aber wenn wir das dicht machen, ein so ein Feld ist nicht, ist jetzt nicht schlimm. Ja, so haben wir das. Vielleicht dicht. Kommen sie auch immer dann da lang, wenn sie dumm sind. Wenn das der kürzeste Weg ist, könnte das tatsächlich sein, ja. Das ist nicht unmöglich. Hattest du noch Lasertürme im Inventar? Weißt du das so für dich? Bestimmt, aber... Wissen ist übertrieben. Mal eben kurz. Weil ja, Lasertürmer, so ein paar sollten wir noch eben hinpacken. Dass nur 20 Stück sind oder so. Wie gesagt, wir machen ja auch gerade alles tot. Also die werden jetzt auch erstmal eine Zeit lang einfach nicht mehr angreifen. Du hattest 2. Ja. Vielleicht magst du nur noch mal eben mit einem Zug kurz. Haben wir da noch welche reinliegen? Gerade. Ja, da liegen noch 650 und 750. Dann mache ich die 2 Nester noch und dann machen wir da oben mit Lasertürmen dicht und dann sind wir gut. Hallo Ratjan, grüß dich. Reden wir lieber was anderes. Meine Psyche ist nicht ganz fit. Weight Watchers mache ich seit 10 Jahren, aber nach 5 Jahren habe ich aufgehört zu bezahlen. Die Listen bekomme ich von einem Freund regelmäßig. Ja, das geht ja. Es ist halt ganz praktisch, dass man so QR-Code scannen kann und so. Und wir haben da jetzt ein richtig gutes Angebot bekommen. Wir haben jetzt das Jahresabo für den Preis eines Monatsabos. Das hatten sie zum Black Friday. Das ist schon ein ziemlich guter Deal. Weil normalerweise ist das richtig teuer. Ich glaube 20 im Monat oder so. Also echt schon tough viel Geld. Und ich glaube, sie bezahlt jetzt im Monat fürs Jahr 25 oder so. Das geht voll durch. Ist schon krass. Ja. Ist auch ärgerlich, sie hat das abgeschossen und dann 2 Tage später war Black Friday. Und dann hat sie quasi das, was sie bezahlt hat für den Monat, hätte sie dann fürs ganze Jahr bekommen. Und dann hat sie echt nochmal dem Support geschrieben und gesagt, ja, irgendwie lame. Können wir da was machen? Dann hat der Support halt auch gesagt, ja, kein Thema. Kündige einfach dein altes Abo. Wir können es nicht umschreiben, so nach dem Motto, aber kündige den alten, schließ den neuen ab und dann passt das. Das ging. Ist auch so. Ich benutze ja für YouTube eine Party-Anwendung nennt sich TubeBuddies. Die analysieren so deine Tags. Du kannst Thumbnails damit machen und kannst so Bulk-Anforderungen machen. So, ich bringe mich eben zu einer Leiche. Also kannst du mehrere Videos auf einmal so die Titel ändern und so. Das ist tatsächlich für die Effizienz ganz, ganz praktisch. Und damals habe ich versucht, mich da anzumelden und wollte das halt abschließen. Und das hat aber nicht funktioniert. Irgendwie 3 oder 4 Mal bin ich nicht auf die Bezahlseite weitergekommen. Und das hat mich halt so genervt, dass ich dann danach auch nicht mich weiter damit auseinandergesetzt habe, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und im Endeffekt bin ich aber ganz froh, weil als sie gemerkt haben quasi, dass ich 3, 4 Mal mich anmelden wollte, die können das ja alles nachvollziehen, und das nicht geklappt hat, haben sie mir dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, sie würden mir jetzt Lifetime anbieten für ein 20, statt halt irgendwie 8 pro Monat Lifetime für 20. So, deshalb bin ich da jetzt Lifetime-Kunde quasi. Ich so, ja, alles klar. Nee, ist ein guter Deal, machen wir. Normalerweise kostet das Zeug halt echt Schweinegeld.
So, gut, ich denke mal, hier haben wir jetzt die ganzen Nester durch. Ja, wobei, ja. Ja, hier sind auch noch echt fett im roten Bereich. Ja, wollen wir die dann auch eben... Ja, ja, jetzt wo wir hier sind, machen wir die eben weg. Mal aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Einmal kurz hier weggeballert. Die Leute. Und wie geht's dir, Red Jan? Wie weit bist du in Dice Sphere Program? Nicht so weit, aber hast ein bisschen gespielt, oder? Ganz schön cool von mir, dass ich organisiert habe das Game für dich, ne? Naja, muss man ja Schmiedenbilder bzw. Minenbilder den Dank für geben, aber es ist nice, dass das dir dann weitergegeben hat quasi. Und dir damit eine Freude machen konnte. Ja, 6,5 Stunden ist doch schon ordentlich dafür, dass du es vor, wann war denn das? Weihnachten? Vor 2-3 Tagen oder so, ne? Am 25. glaube ich hat das dir gegeben, kann das sein? Das sind 6,5 Stunden schon ganz ordentlich. Ich habe mir jetzt gestern ein neues Spiel gekauft. Da habe ich jetzt auch für eine Mission 4 Stunden ungefähr gebraucht. Aber es hat mir auf jeden Fall richtig Bock gebracht. Auch wenn es echt schwer ist. Oh, 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 oh. Ich habe auch das Gefühl, je mehr Säure auf einem Punkt ist, desto mehr. Also ich habe das Gefühl, die Pfützen stacken. Mhm. Ich glaube auch. Das ist echt brutal. Sag mal! Haben sie dich schon wieder? Nee. Nee, aber die sind echt penetrant. Ja. Kleine, dumm. Ja, dann gehen wir hier noch ein bisschen nach links und dann haben wir sie. Jetzt steht da circa Richtung rote Matrix von Achievements in Zeit abgeschätzt. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das gut oder schlecht ist. Schmiedenbilder. Ich weiß gar nicht, die Matrix waren so quasi die Forschungspakete, oder? Also das Synonym, nicht Synonym, das heißt es Synonym? Das Synonym dafür? Hm, ich glaube, ich will eigentlich ein anderes Wort finden, sorry, komm gerade nicht drauf. Also das sind vergleichbar mit den Forschungspaketen in Factorio, die Matrixen für in Dice Sphere Program. Aber das haben wir weggemacht und dann haben wir es doch jetzt auch durch. Das ist erstmal Gebiet gesäubert. Mhm. Ja, war eine gute halbe Stunde jetzt. Haben wir die noch mal ein bisschen beschranken gewesen. Oh, da können wir doch jetzt zurück. Ich würde sagen, wenn man jetzt auf die Karte guckt, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir können zwar auch noch oben im Westen und so, aber ich würde sagen, lass uns jetzt weitermachen. Jetzt sollten wir deutlich mehr Ruhe haben. Und dass wir gar nicht mehr angegriffen werden, werden wir jetzt auch nicht so ohne weiteres hinbekommen. Ist ja aber auch nicht im Endeffekt. Oh. Das ist schlau. Manche fliegen da immer noch rüber, hier auch. Da kommen gerade wieder welche mit Reparaturkits an. Irgendwie auf die andere Seite fliegen wollten. Ja, ist schon. Okay, dann würde ich sagen. Automarke? Ja, das gefällt mir gar nicht eigentlich, dass die da so dumm rumfliegen. Aber wir können es auch kurz fixen. Wir könnten hier halt Land auf Fill machen und da so eine Reihe Roboports machen, dass man unten noch so ein Dings hat. Oder muss halt wieder zwei unterschiedliche Netzwerke machen, dass man halt diese Mittelverbindung hier einmal wegmacht. Dadurch ja, dann würde ich eher die wegmachen. Aber ja, oder ich, dann können, die, sie ja, immer noch, können sie immer noch da lang, theoretisch, aber das ist unwahrscheinlich. Und ich glaube, das schaffen sie vielleicht sogar, weil es kann sein, dass sie hier runterfahren und da dann zum Tanken. Ja. Bin ich mir nicht sicher. Aber ja, dann lass da hinten die Verbindung wegnehmen. Aber müssen wir auch nicht. Wir können jetzt hier einfach das Abriss freigeben. Die, ne? Meintest du? Ja, genau. Wird abgerissen. Da ist keine Verbindung mehr da. So. ein Roboter fliegt los, macht das ganze Netz da kaputt. So gut. Okay, dann können wir zum Reaktor und da weiter gucken, würde ich sagen. Und zwar sehr viel entspannter als beim letzten Mal. Meine Fresse ist das. Die werden immer noch jetzt hin und wieder angreifen, aber ich glaube nicht, dass wir dann da irgendwo wirklich aktiv groß hingucken müssen.
Ja, nicht wundern, ich habe hier nochmal gerade Fußboden in die Wege geleitet. Das ist hier so ein bisschen busy. So ganz leicht. Wo war denn unser Reaktor? Hier drüben müsste er sein. Genau. So. Ja. Ja, 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 ja. Mhm. Wollen wir nochmal eben durchgehen? Ja, auf jeden Fall. Also Schritt 1. Wir ernten das Zeug mit Hilfe von Schwefel. Genau. Dann kommt hier das Erz raus. Und das wird in Zentrifugen mit der einfachen Herstellung jetzt erstmal hier weiterverarbeitet. Mhm. Und dann kriegen wir zwei Produkte raus. Das 235er und das 238er. Und der nächste Arbeitsschritt ist quasi, dass wir hier oben jetzt Treibstoffzellen daraus herstellen. Also Uranzellen. Brennstäbe quasi. Mhm. Das machen wir hier oben in Montagemaschinen. Und die brauchen Eisenplatten. Die haben wir hier sogar schon mal runtergeholt. Da sind die. Und dann brauchen sie das 38er und das 35er Uran. Dann kriegen wir da eine Brennstoffzelle raus. Das ist halt eine sehr... sehr verkacktes Verhältnis. Ja, das Verhältnis ist ein bisschen tough. Das stimmt. Kannst hier unten zum Beispiel sehen, ne? Hier haben wir einen Haber. Einen einzigen anderen, ja, da sieht man ihn, ja genau. Ja, den hellgrünen, so. Das heißt, eine Brennstoffzelle... 0,7% kriegt man welche. Das heißt, wenn man sie einfach anschließt, wird es nicht aufgehen. Mhm. Vor allem, wenn sie alle auf einem Förderband landen, weil dann kriegen sie ja nie den richtigen. Genau. Das heißt, am Anfang ist es auf jeden Fall filtern. Genau. Im besten Fall. Und dann habe ich, glaube ich, noch gesehen, aber das kommt dann wahrscheinlich im besseren Design, wie man die noch aufwerten kann. Ne? Die schlechte, das schlechtere 35er, glaube ich. Das ist richtig, das geht. Aber so erstmal, glaube ich, würde es Sinn machen, wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, keine Ahnung, hier ist jetzt dieses Förderband. Achso, ja, red ruhig weiter. Ich ändere nur noch mal eben kurz mein Inventar hier, also meine Rüstung, dass ich wieder Roboports habe. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum hier nichts losfliegt. Ah, ja, danke für den... Wir haben ja noch die Kampfmontur an quasi. Aber ein paar lasse ich mir auf jeden Fall drin, weil die sind... Die sind schon geil, ja. Und dann mache ich mir doch noch ein Skelett rein und... Oh ja, stimmt, noch ein Skelett mehr. Vollkommen recht. Noch so ein Roboport hast du nicht übrig, ne? Nee, so ein Roboport. Okay. Ja, geht aber auch so. Ich wusste lieber Zeiten auf. Irgendwo machen wir hier auch noch blaue Tränke und so. Blaue Dinger. So, der macht nur das. Pack das nach da. Produktivitätsmodule reinmachen. Ja. Gar nicht so schlecht. Ich hab hier moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Vielleicht was vorbereitet, das du vielleicht benutzen willst. Ist nur eine Idee. Bin ich sauer, wenn du es abreißt. Einen wunderschönen guten Abend. Kann es sein, dass dein Titel nicht stimmt? Oh, hat er den nicht umgestellt? Warte mal. Ich
Guck mal eben. Bau du mal ruhig weiter. Ich gehe mal kurz auf Twitch gucken, ob ich den umstellen muss. Ich habe mich schon gewundert, dass keine Sau vorbeikommt. Aber das könnte es doch klären. Geht es noch auf mein Kriegsgame? Das könnte sein. Nö, eigentlich steht mal ein richtiger Titel hier. 100% Vanilla Tutorial. Xeno bringt volle Faktoren bei Core. Sollte er bei mir, sollte er anzeigen. Was habt ihr anderen da stehen? Was hast du denn da stehen, Solarzellchen? Mein Dashboard. Ja, das ist unübersichtlich. Wo ist denn das hier? Nee, Titel scheint aber richtig zu sein. Meintest du das Spiel? Das macht mehr Sinn. Das Games nicht unbedingt. Ja. Okay, pass auf, ich starte den Stream einfach mal kurz neu. Ja. Okay, das ist das. Deshalb kommt auch keine Sau vorbei hier. Ich starte den Stream eben neu, nicht wundern.